Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, Klaas ist am Backen. So, sorry, kurzer Cut. Schlafen legen! Was? Scheint Spinne oben drauf. So, wie viel Cobblestone haben wir denn jetzt effektiv? Naja, nicht allzu viel, aber ein bisschen was lässt sich damit anfangen. Glas haben wir auch dabei, das ist gut. Treppen kommen später. Gehen jetzt hier gerade nochmal hin. Kohle. Mal zwei Stück hier rein. Eins reicht. Wir haben ja gerade noch ein bisschen Eisen. So. Ich glaube, die Spinne ist auf dem Dach. Das hat sich verdammt in der Nähe angehört. Oder auch nicht. Yay! Und wir bekommen hier Grass. Na, da oben ist er. Shit. Ich komme nicht hin. Mach's gut. Bamsen! Aber sie ist nicht gestorben. Aber sie macht das schon. Dass sie stirbt. Kommt sie nochmal hoch? Ich treff sie nicht. Gut, da war sie tot. Nom, 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 nom. So. Weiter geht's. Schlafzimmer fertig bauen. Jedenfalls ist das grobe Vorhaben. So, hier hatte ich gesagt, keine Fenster rein. Da, nö. So, wie war das jetzt hier drüben? Hier machen wir mal Fenster rein. Ja, sieht ganz danach aus. Ah genau, da hatte ich so ein Fenster hier vor. So. Statt dass wir halt auch erstmal drüben weitermachen, fangen wir jetzt hier schon wieder neu an. So. Ja, hier drüben geht's komplett drauf. Das hier wird ja aber, wie gesagt, Dachterrasse. Das lasse ich jetzt erstmal, weil da kommen wir hier schön hoch, solange die normale Treppe noch nicht ist. Und hier wird quasi eine Mauer hingebaut, beziehungsweise hier dann Weg nach draußen. Da müssen wir dann mal gucken. Was wir hier machen. Vielleicht setzen wir uns hier auch ein Bäumchen hin oder so. Mal schauen, wenn nicht, haben wir ja noch die Schere. Da können wir uns dann natürlich auch irgendwie hier, sagt schon, ein paar Gebüsche basteln. So, das passt soweit. Dann können wir hier eigentlich schon mal Glas reinsetzen. Schön. Wobei das hier jetzt mit dem Holz dann doof aussieht eigentlich. Wir lassen es erstmal so. So. Ja, dann haben wir hier ein schönes Fenster, wo wir dann immer mal ein bisschen rauslunsen können, was da denn überhaupt los ist vor unserer kleinen Butze. So. Sehr schön. So wird es dann später aussehen. Hier ist dann natürlich zu. Das können wir eigentlich auch schon machen. Wobei ich natürlich hier das Problem habe. Nein, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich hätte ja hier gerne, wenn dann, eine Doppeltür drin. Bekomme aber hier die Schaltung nicht hin, da wir ja nicht in den Untergrund können. Vielleicht kriegen wir das anders hin. Ich bin gerade noch am Überlegen. Wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen. Nein, nicht so. Sondern so. Ihr müsst euch natürlich jetzt mal hier die Fackel noch wegdenken, die kommen dann woanders hin.
Kann man das so lassen? Ich meine, hier ist ja später auch noch eine Decke drin. Ich lasse das erstmal so. Ja. Wow, Frame-Einbrüche gerade so ein bisschen. Ich lasse das wirklich erstmal so. Hier oben noch Glas rein vielleicht. Keine Ahnung. Weiß doch nicht genau, ob ich damit zufrieden bin. So. Wir ziehen jetzt hier erstmal das Mäuerchen weiter. Hier würde ich sagen, kommt die Türe hin. Um dann auf die Dachterrasse zu kommen. Weiß noch nicht, ob wir hier einen Balkon hinmachen, weil ich auch immer noch nicht weiß, ob wir eventuell noch ein Stockwerk drauf klatschen. So. Oh je, da braucht man noch einiges an Cobblestone. Wobei man natürlich immer tricksen kann, indem man Fenster reinmacht. Da spart man sich zumindest den Cobblestone. So, machen wir da noch ein kleines Fenster rein. Hier hätte ich aber gerne eine Wand. Nein. So haben wir nicht gewettet. So. Hier machen wir noch ein Fenster rein. Hier dann, wie gesagt, zu eine Wand. Jetzt mal den ungefähren Grundriss machen, damit wir planen können. Ja, weil dann kommt hier irgendwie ein schönes Bild hin. Ihr wolltet ja auch noch einen Kamin. Da muss ich mal gucken, vielleicht machen wir den an die Wand hier mit Schornstein nach oben. Wo natürlich die Frage ist, ich weiß ja noch nicht genau, wie viele Stockwerke wir hier noch machen. Das wird ja auf jeden Fall nicht das letzte Stockwerk gewesen sein. Wobei ich mich natürlich auch unten noch ein bisschen vergrößern würde. Aber da kommen ja noch einige Zimmer dazu. Im Schlafzimmer noch irgendwie. Da kriegen wir keinen Kamin unter. Glaube ich. Das wird nix. So, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Gut, hier ist dann ja die Tür drin. Wo man dann sagen könnte. Ist das die richtige Höhe? Ja. Jetzt muss ich schauen. Dahin. So. Da habe ich auch keinen Cobblestone mehr. Nur noch Stone. Aber ich habe noch ein bisschen Glas. Dann kann ich euch schon ungefähr zeigen, wie ich das vorstelle. Hier kommt dann die Tür rein. Dass man hier dann quasi zack so hier das Fenster können wir schon mal setzen, hier drüben die zwei Fenster können wir nicht setzen, denn ich habe nur noch vier Glas dabei, aber hauen wir die vier rein. So, wie gesagt, hier dann auch zu eine Wand, wofür wir dann aber erstmal wieder Cobblestone brauchen. So, aber was wir machen können, ist schon mal die Schippe kaputt. Ich habe bestimmt keine Ersatzschippe dabei. Nein, dann machen wir das jetzt per Hand, ist mir gerade egal. Machen wir das schon mal weg, da lassen wir nur noch ein so ein Ding hier stehen. Weil dann können wir uns auch auf unserer Dachterrasse Blümchen pflanzen, ohne dass wir da irgendwie zum Beispiel Erde einfach in die Weltgeschichte setzen müssen. Ja, doch, das passt alles. Kurze Verwirrung. Holz habe ich dabei, das ist gut. Erde brauche ich keine erstmal. Die können wir mal rausräumen. Ja, das passt soweit, das passt soweit. So, halt. Ach, hier hatten wir noch Glas gemacht, genau. Wo ist denn... Ach, hatte ich das hier hinten in den Ofen gestopft, das Eisen? Bin gerade am Eisen suchen, was wir eingeschmolzen haben. Ja, genau, da ist es. Sehr schön. Glas, ja, Glas lassen wir erstmal eingesteckt. So, ach Quatsch, hier an die Workbench wollte ich. So, machen wir uns nochmal ein paar Sticks, um Werkzeug zu bauen.
Nämlich noch eine Eisenspitzhacke. Bin gerade überlegen, wie viele Werkzeuge wir noch brauchen. 1, 2, 3, machen wir noch eine Eisenspitzhacke. Und 1, machen wir uns noch eine Eisenschippe. So, hier haben wir schon ein Eisenschwert, was wir benutzen werden, wenn das hier kaputt ist. So, sehr schön. Und dann, so leid es mir tut, aber wir brauchen mehr Cobblestone. Also müssen wir wieder runtergehen. Vielleicht finden wir auch noch was Feines. Wir sind die letzte Zeit nur am Buddeln. Ich möchte aber wenigstens das Stockwerk oben noch fertig bekommen. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich die Küche hin basteln werde. So, hier waren wir überall. Dann ist jetzt hier dran. Geht ja jetzt auch ein bisschen schneller dadurch, dass wir mit Eisenwerkzeug arbeiten. So, und die 6 Cobblestone verschwinden hier direkt schon wieder drin. Macht aber nichts. So, Fackel hin. Weiter geht's. Und ich muss die Augen offen halten, denn die Diamanten sieht man mit dem Texture Pack relativ schlecht. Na gut, aber in so einem... überall dieses... Hoppsa. Dieses Kies geht mir so auf den Sack. Achso, jetzt wissen wir auch, wo wir sind. Halt, hier sind wir jetzt eins zu hoch. Moment. So müssen wir. Ach, doofe Erde. I don't mark you, Mann. Da ist Eisen. Ah, wieder nach oben buddeln. Dann machen wir erstmal das. Huh. Nix. Auch nix. So. Aber das ist gut. Eisen ist gut. Gibt's schöne Eisenwerkzeuge. So. Setzen wir den Kies rein und gut ist. Weiter geht's in Richtung vorne, damit wir eventuell noch ein bisschen was finden. Über Redstone würde ich mich natürlich freuen. Über Diamanten. Gold haben wir noch gar nicht. Weiß aber jetzt auch, Gold gibt's ja eigentlich. Müsste es ja auch auf der Schicht hier geben. Auch kein wirklich ergiebiger Gang hier. Oh, Lapis, Lapa, Lupitz. So, ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall blauer Farbstoff. Ja, machen wir gerade so zu. Lapis, Lupis, gell, heißt das. Ich muss ja gerade nochmal gucken, ich weiß es gerade echt nicht. Lapis, Lazuli, so rum. Oh. Ist halt immer das Problem. Zack, dafür ist jetzt natürlich Kies gut, der dann auch schon wieder weg ist. Na, Erde haben wir noch ein bisschen einstecken. Ach komm, ist nichts in der Nähe. What the fuck? Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wie markiere ich mir das am besten, dass wir hier nicht mehr lang sollen? Oh Moment, ich könnte eigentlich einfach hingehen. So, nehmen wir die Fackel aber wieder mit. Hey, ich sag, nehmen wir die Fackel wieder mit. So, jetzt habe ich allerdings nicht geguckt, ich weiß nicht, wie weit der Raum in die Breite geht. Aber wir müssen jetzt erstmal in diese Richtung hier. Ich will doch jetzt unbedingt mehr Diamanten finden. Nein, wir brauchen eigentlich nur Redstone momentan. Cobblestone momentan. Über jedes andere bin ich natürlich sehr dankbar und erfreut. Zack. Komm, dann machen wir hier die Erde hin. Da ärgern wir uns dann wenigstens im nächsten Gang. Ah ne, Quatsch, das ist ja Wand noch hier. Das gehört ja nicht zum nächsten Gang dazu. Ich ärgere mich immer, wenn man dann schön am Buddeln ist. Und dann, ach, und dann kommt hier wieder so ein komplettes Erdfeld. Vor allem nervt es mich, wenn man gerade am Cobblestone abbauen ist. Mir wurde zwar schon gesagt, warum hast du hier keinen Cobblestone Factory?
Guten Tag. Natürlich nicht so prickelnd. Wo geht's dann weiter? Da. Lass mir das jetzt einfach mal so hier. Keine Lust, das jetzt aufzufüllen. Ach Mist, schon wieder Kies. Mal ganz einfach, Fackel hin, ab zum nächsten Gang. Wie viel Cobblestone haben wir denn? 64, 58. Also ein bisschen was. Nur damit ich ungefähr weiß. Ich würde sagen, gut, das Deck ist ja jetzt voll. Dass wir noch das nächste Deck voll machen. Und dann ist erstmal wieder gut. Damit sollte er dann schon mal wieder ein bisschen weiterkommen mit den drei Stacks. Ach. Ach. Ach, das geht schon wieder so weit hinter. Hopsa. Ah, sehr schön. So, normalerweise, wie gesagt, buddel ich dann hier so Erdfelder komplett weg. Da habe ich jetzt aber einfach keine Lust dazu. Beziehungsweise ist es unnötig. Und noch viel, viel, viel mehr Grabarbeit. Aber hier ist ja das Gute. Während wir hier jetzt quasi unsere... Na, sagt schon. Cobblestone-Vorräte quasi aufstocken. Warum komme ich da nicht hoch? Hep, jetzt geht's. Können wir gleichzeitig noch Rohstoff farmen ohne Ende. Und das auf einem sehr guten Level. Also von der Höhe her gesehen. Wir kommen schon wieder einem Zombie verdammt nahe. Also hier scheint definitiv eine Höhle über uns zu sein. Ne, hier noch nicht. So. Dann haben wir eine Fackel hin. Und da auch nochmal. Dann können wir hier mit Erde zumachen. So. Tschüss. Weiter geht's. Ah, ein bisschen müssen wir noch, bis wir den dritten Stack voll haben. Ah, das macht doch nichts. Ist doch alles für einen guten Zweck. Ah, wieder Lapis, Lapulipli. Ne. Falsch geguckt. So, gleich sind wir fertig. Noch vier Blöcke. Zack, zack. Fertig. Und der Part ist schon wieder 18 Minuten lang. Mensch, die Zeit verfliegt aber auch. Jetzt gehen wir aber erst noch hoch. So. Wir gehen erst noch hoch jetzt. Räumen den Lapis Luzili Käse weg. Ich sag dazu Lapis Lupis. Das hat sich damals bei uns, als ich im Two-Face und so auf dem Multiplayer-Server, hat sich das so eingebürgert. Lapis Lupis. Hab ich es immer genannt. Und irgendwie, ja, macht der Gewohnheit. Buh. Jetzt froh sein, dass da noch Skelette dabei sind und so. Ach, was soll es? Aua. Erstmal das Skelett halt schon. Aua. Nein, ich habe einen Hund getötet. Nein! Oh, ich muss erstmal. Hoppsa. Ne, essen muss ich nix. Shit! Oh, das ärgert mich jetzt. Wer war's denn? Gobbo! Nein, wenigstens Gobbo, der hat's verdient. nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ich weiß ja nicht, ob der Gobbo die Folgen hier schaut. Ah, das ärgert mich extrem. Das ärgert mich jetzt wirklich extrem. Das war so mitten im Gefecht. Ich konnte nichts dagegen tun. Ach, da haben wir noch Kohle drin. Iron Ore. Trotzdem, mich ärgert es wirklich extrem. Ich meine, gut, es war nur ein Gobbo. Ja, aber es ist halt...
Haben wir hier keine? Ah, doch schon, der Stack ist schon voll. Oh, da können wir demnächst auch mal Felder anlegen. Aber wir haben hier keine Eile. Ah, verbrennt die Ärsche da draußen. Da ist noch ein Enderman. Aber egal. Scheiß auf den Enderman. So. George, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Gobbo musste gehen. Lol, wo kommst du denn her? Könnt ihr mal aufhören, am Haus rumzuknittern, Alter? Ja, wie gesagt, Sandstein würde helfen, aber ich habe keine Lust, das Haus komplett aus Sandstein zu bauen. So, Gravier ein bisschen rein. Haben wir 3 Stacks, da können wir dann beim nächsten Mal schön weiterbauen. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.